Es kommt natürlich, hier passiert nichts. Na, so hart. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich bin da an der Straße lang gefahren und habe halt diese Brassen gehört. Aber richtig laut am Platschen. Aber irgendwie haben sie jetzt gerade aufgehört. Natürlich immer, wenn ich dann am Filmen bin. Aber hier vorne im Wasser, man sieht Bewegungen, überall Bewegungen an den Uferkanten. Da hinten auch wieder. Naja, interessant zu sehen. Bald sind die Brassen dann auch durch. Und dann geht's richtig los. Dann geht's richtig los zum 1.6. Da hinten ist einer losgejumpt. Hallo meine Freunde von mal wieder Angeln und der guten Unterhaltung. Ich mache mal jetzt hier noch ein kleines Zander-Video. Endlich ist die Schonzeit auch da vorbei. Ich will eigentlich gar nicht groß labern. Ihr kennt die Montagen, ihr kennt das übliche Spiel. Hier am Rhein, im Hafenbereich sitze ich in Anführungsstrichen. Hier und versuche mein Glück erstmal auf Köderfische. Allerdings sehe ich noch keiner hier rumspringen. Eventuell bin ich noch zu früh da oder das Gewitter schlägt mir auf den Magen. Ich habe keine Ahnung, wir werden es gleich sehen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge. Ich mache hier eine einfache Montage, wie immer. Mit ein, zwei Maden am Haken. Aus dem 10er Haken. Eine Made ziehe ich immer auf den Haken drauf und die andere packe ich auch nochmal so. Ihr kennt es ja wie vom Forellenangeln. In L-Form auf den Haken. Vielleicht kriegen wir sogar einen Live-Biss direkt für euch aufgezeichnet. Und jetzt muss ich aufpassen, dass meine andere Rute nicht hier im Wasser versinkt. Gucken wir mal. Ich werfe da vorne direkt an den Steg ran. So, kurz Route hinstellen. Gucken. Aber das Problem ist, jetzt kommen auch noch direkt zwei Schiffe hintereinander. Das ist nicht gut, weil da wird das Wasser weggezogen, seht ihr. Schade. Ist das jetzt nicht geglückt? So, mal aufpassen, dass das jetzt hier nicht alles, wie gesagt, im Wasser versenkt. Hier ist ein Fisch dran. Oder ein Krebs. Was machst du denn? Du sollst an die Route gehen. Warte? Ja, nimm mal die Route hoch. Mach mal die Bremse zu. Ja, das ärgert mich jetzt gerade sehr, dass ich davon keine Live-Aufnahme gemacht habe. Keine 3 Minuten liegt die Route im Wasser. Ich habe echt gerade auf die Uhr geguckt, jetzt wieder auf die Uhr geguckt. Keine 3 Minuten waren das jetzt. Ach ja, aber bis es da, Fisch ist dran. Warten wir noch kurz ein Sekündchen. Ja, er ist dran. Definitiv. Ei, schön, schön, schön. Das freut mich, das freut mich. Das ist doch nicht mal ein kleiner hier. Oh, meine Route. Ja, komm mal hoch da. Oh, wieder so ein 50er. Optimal. Schönes Uckelei, was ich hier gefangen habe, zeige ich euch mal, wie ich das mache. Ich schnapp mir das. Mit der Ködernadel geht es einmal schön durch den Mund. Einmal komplett durch den Fisch durch. Und an der Schwanzflosse wieder hinten raus. Vorfach schnappen. Wie immer das übliche Zweier Wurmhaken mit 0,35 mm geflochtenen Schnur. Einfach auf den Haken ziehen. Fertig. Müssen wir den Haken schön aus dem Maul stehen.
Und ja, die übliche Schleife lassen wir eigentlich, ja, ich weiß nicht, können wir machen, lassen wir, aber ja, komm, machen wir sie für euch. Einfach eine Schleife drum, hinten ans Schwänzchen. Okay. So. Ich musste gerade leider die Aufnahme abbrechen, weil die Mädchen da rumgekreischt haben. Keine Ahnung, sind eigentlich keine Ferien. Aber naja, wie auch immer, soll uns egal sein. Auf der Hauptschnur ist ein zusätzlicher Wirbel, dann zwei Gummiperlen, dann ein Wirbel, robuster Wirbel bis 21 Kilo oder sogar 24 Kilo diesmal gewählt. Ja, und da hängen wir dann unser Vorfach ein. Dann kann es eigentlich auch schon losgehen hier. Wartet mal. Ich habe gerade, eigentlich habe ich auf Maden geangelt, aber wartet mal, jetzt zieht euch das mal rein hier. Der Kollege hat hier gebissen, aber nicht auf die Maden, sondern, jetzt passt mal auf, unglaublich. Ich habe den gerade mal ins Maul reingeschaut. Unglaublich, Leute. Ich habe einfach mal gerade die Grundel dem Barsch aus dem Maul gezogen. Die Grundel lebt wohlgemerkt noch und der Barsch lebt auch noch. Unglaublich. Unglaublich. Da seht ihr mal auch, was das für ein Haken war. Kleiner Mini-Haken. Alter Schwede. Was ist hier los? Was ist denn hier los? Jo, Leute, ich wollte gerade an die Route nur gucken, was los ist. Ich glaube, das ist ein Aal oder so. Verdammt. Hier ist was los heute. Das war jetzt der dritte Fisch. Oh, knallt er in die Route. Oh. Und meine Route fängt an zu quietschen sogar. Heftig. Ja, heute ist auf jeden Fall was los. 60er Zander locker. Wow. Ja, fettes Exemplar. Puh, Junge. Oh. Leute, mein Herz bleibt stehen heute. Ach Quatsch, das ist ein kleiner Welt. Nein. Was erzähle ich denn da? Was für Zander, das war ein kleiner Waller. Oh mein Gott, mein erster Waller an dieser Stelle. Ja, geil, Leute. Geil, ey. Das freut mich natürlich noch geiler. Ey, drei Fischarten. Sollen wir das Video so nennen? Wir fangen drei Fischarten in einem Video. Unglaublich. Kleiner Walli. Geil, ey. Aber der hat aber auch Power, muss man sagen, ja. Unglaublich. Für so einen kleinen Wels hat er echt Action gemacht. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Was soll ich sagen? Noch ein kleiner Wels hinterher zum Abschluss. Ja, was will man eigentlich mehr? Verschiedene Fischarten in einem Video. Besser kann es eigentlich gar nicht laufen, weil die Fische mehr in den Kescher springen. Oder wie sagt ihr das immer? Naja, wie auch immer. Hauptsache Fisch. Guter 60er Welt noch dazu und das noch in diese Tageslicht, ja, sage ich mal in Anführungsstrichen. Heftig, manchmal kann das Angeln echt einfach geil sein, ja. Ich weiß eigentlich auch nicht, was ich mir noch dazu sagen soll, ja. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video, beziehungsweise gebt ein Like, gebt ein Abo, macht immer so weiter. Ich packe jetzt meine Sachen und bin jetzt auch wieder weg. Ich war jetzt knappe 2 Stunden, 3 Stunden am Wasser. Wie gesagt, beschweren kann ich mich auf jeden Fall nicht. Wie lange haben wir jetzt die Routen im Wasser? Keine 10 Minuten. Keine 10 Minuten, ne? Ja. Mhm. Damit kann man sich auf jeden Fall zufrieden schätzen. Ja. Er sagte noch gerade, die Fische springen mir ja in den Kescher. Da habt ihr den Beweis, die Fische springen mir in den Kescher. Damit kann ich mich nicht beschweren. Ja, kann ich meine Sachen packen und ab nach Hause fahren wieder.